Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. So, mir ist eingefallen, oder ihr seid aufgefallen, ich habe gestern gar nicht wirklich die Regeln richtig erklärt. Deswegen werde ich das jetzt einmal machen, während wir hier ein bisschen kämpfen und so weiter, ein bisschen trainieren. Alter. Bitte. Gib mir gleich einen Stolos! Das wäre so fucking awesome! Bitte, 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 bitte! Ich muss es erstmal noch besiegen. Also bis Stufe 8 möchte ich auf jeden Fall trainiert haben. Also. Die Challenge. Einmal Randomizer habe ich ja schon erklärt. Pokémon und alles ist so schlimm, das haben wir schon bemerkt. Also, Regel Nummer 1. Wir dürfen nur das erste Pokémon auf jeder Route fangen. Besiegen wir ein bisschen Heft. Wobei, ich will noch Stufe 8 trainieren. Wir dürfen nur das erste Pokémon auf jeder Route fangen. Zweitens, ist ein Pokémon besiegt? Gilt es als tot? Wir müssen es entweder freilassen oder ablegen. Ich werde es wahrscheinlich ablegen. Alle Pokémon, die wir fangen, brauchen einen Spitznamen. Oh, oh. Okay, okay. Ach, Stolz ist also super im Team. So, damit haben wir jetzt Stufe 8. Mehr will ich gar nicht trainieren. Gut. Pokémon, die man geschenkt bekommt und so weiter, würde ich nicht verwenden. Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist es. Das ist unser Pokémon, Malagor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Was zum... Oh, du bist das Dorsch. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll dir in den Schuhen. Ach, was soll's, Dorsch. Ich mach mich vom Hacker. Bis dann. Okay. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Give me the Pokédex and the Pokéballs. Guten Tag. Na, wen haben wir denn da? Du bist Tosh, nicht wahr? Schauen wir uns doch einmal dein Pokémon an. Was ist das? Der Pokémon hat sich bereits entwickelt? Es war schon entwickelt! Also kein Fehler, mit Kago einen Opfer zu geben. Würdest du ihm denn gerne einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar werden wir Mekago Blaze nennen. Oder warte mal. Ja, komm. Da passt sogar noch ein. Wir nennen es Blaze Snake. Ja, Namensgebung war noch nie mit mein Fachgebiet, aber ich find's cool. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert, dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich ergeht es Mekago nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Mekago zu kümmern. Ja, bis es besiegt ist. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Eibel. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Ja. Gut geantwortet. Ja, eine Pokédex. Das heißt, bis bald gibt es die Bälle. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Shirt. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Doch, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen.
als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist. Wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass sich an unzähligen Orten der Gesell erwartet. Oh ja, hier auf jeden Fall. Und nun geh. Doch, dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Panflam. Pff, noob. Hättest du dich auf Route 201 für Panflam entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Pff, noob. Mekago, Bächte. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Mekago, Bächte. Ich bin übrigens Dossier. Ich helfe dem Professor bei der Erstellung deines Pokédex. Mekago, Bächte. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Ich freue mich schon, dir das eine oder andere zu erklären. Es freut mich, dich wirklich dich kennenzulernen, Dosh. Alter, halt die Fresse, ich habe schon Pokémon trainiert, da wurdest du noch nicht mal programmiert. Dosh! Hm? Ich habe ja ein praktisches Item, du solltest es mitnehmen. Die M27, ui. Scheiße, die haben sie dir auch gerandomized. Das ist eine technische Maschine, sie enthält die Attacke Rückkehr. Nein. Die Verwendung einer technischen Maschine oder TM bringt einem Pokémon sofort eine Attacke bei. Bedenke aber, dass eine technische Maschine nur einmal verwendet werden kann. Die Attacke Rückkehr gewinnt dann bla bla bla, wenn sich die Freundschaft zwischen dir und dem Pokémon verbessert. Das ist aber natürlich deine freie Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse dir die Entscheidung und wünsche dir eine Reise voller Abenteuer. Und zerbiss dich! Klasse, ich wusste gar nicht, dass der Professor technische Maschinen hat. Vielleicht war er ja in jüngeren Jahren selbst ein Trainer. Nun gut, Dosh, betrachte mich als eine Mentorin. Ich habe schließlich mehr Erfahrung als du und außerdem bin ich die Assistentin des Professors. Mir nach. Halt die Klappe, halt dein Mull. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In meisten Städten findest du ein Pokémon Center. Das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist der Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Dosh, du fängst gerade erst als Trainer an, daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber das sollte dich nicht stören. Entschuldigung. Oh, fast hätte ich vergessen. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du bei Professor Eibe bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst halt reiten, daher solltest du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, hättest du erst ein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Jetzt verpiss dich endlich. Wir haben noch keine Bälle. Ich werde aber auf jeden Fall schon mal ein paar Tränke kaufen. Oh! Wir haben Bälle. Weil ich paranoid bin. Wir haben Pokébälle, das heißt, die Randomizer Nuzlocke Challenge hat offiziell begonnen. Ich will speichern. Alter, jetzt habe ich richtig Schiss. Das heißt, wir können uns jetzt gleich mit viel, viel Glück ein Stolos fangen. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Ui, 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 ui. Alter, ich krieg keinen Puls, ne? Ui, 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 ui. Unser erstes Pokémon? Scheiße! Leck mich doch im Sack! Oh mein Gott! Ja gut. Unser erstes, also unser zweites Pokémon wird ein Omot. Also wird das Fun. Ja. Versuchen wir es einfach mal. Ah. Ja. Ja. Wir haben ein Omot. Motra. Ich werde es Motra nennen. Giftmotte. Es schlägt mit den Flügeln, um staubartige Schuppen abzusondern. Diese geben bei Kontakt Gift ab. Ein Spitznamen. Ja.
M-O-T-A-R. Matra. Ich hätte so gern Stolos gehabt. Ja, das Matra. Matra hat er ganz schlecht angeschaut. Pudabwehr blockiert Zusatzeffekte gegen gegnerische Angriffe. Okay. Tackle Aussetzer Gesichter. Super schön. Ich werde es aber nach vorne setzen. Und ich wollte mir die TM mal anschauen. Wow. Ja gut. Willkommen zu Hause, Dosch. Geht es hier in den Pokémon? Gut, ruhig noch etwas aus. Wir werden jetzt gleich nochmal am See vorbeischauen. Was ist denn, Dosch? Nein. Professor Albert hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Auch richtig, Dosch. Ich habe etwas für dich. Im Tagebuch. Jo. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow. Eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein. Du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Dosch. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich würde gerne all die Pokémon sehen, die dir gefangen hast. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Crazy hier? Das passt irgendwie zu gut. Nein, ist er nicht. Oh, du hast ja wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der junge Hirn rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde. Und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen. Dosch wird ihm das bringen. Das machst du doch nicht, wahr? Ja, ja, gib her. Aber wirklich? Das würdest du für mich tun? Dosch, dann bring dies bitte, Crazy. Okay, wer hat ein Paket für Crazy? Mach's gut, Dosch. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring es meinem Crazy. Ich gebe es erstmal nochmal den Pokémon fangen. Das ist das Allerwichtigste in diesem scheiß verfickten Modus. So viele Pokémon auf Reserve wie möglich. Das, oder kann man? Nee. Hier können wir keinen Pokémon fangen, schade. See der Wahrheit. Unser drittes Pokémon. Hornweisel? Alles klar. Wollte ich eigentlich schon immer mal probieren. Erzwinger, okay. Superschall? Geht natürlich daneben. Blaze-Snake? Das ist mir gerade sicher. Ich bin hier so eine Pussy, das ist unglaublich. Aber ich glaube, so muss man auch spielen. Okay. 1 KP. Sehr gut. Gleiches wie eben. Erst gerne mit dem Smogwatz einschmischen. Fangen. GG. So, Smog. Okay, okay. Okay, es schläft. Und das bin ich immer, das krieg ich nicht abtrainiert. Ja? 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 Hornweisel. Pienstock. Um anzulocken, verströmt es unterschiedliche Botenstoffe, während es Gegner bekämpft. Okay, wie nennen wir das? Ich hätte etwas. So. Es fängt super an. Wir haben 3 Pokémon. Da trägt ein Finsterstein?
Okay. Ich wollte aber mal genau anschauen. Der Zinger ist super. Ja gut, Windschuss und Lockduft. Jetzt können wir hier eigentlich nur noch trainieren. Ich will wenigstens gucken, dass ich so ein, zwei Level mache. Ich werde auf jeden Fall austauschen, das kannst du ja nicht anders machen. Weil was sollen Omut und ein Hornweise gegen Stollers anrichten? Das ist genauso gut, als würdest du einen Panzer bewerfen mit, keine Ahnung, einem Stock. Ich glaube, dass ich mir so einen Blut sogar besiegen könnte. Ich glaube, wir können einfach nur noch auf der nächsten Route gerade Pokémon fangen. Alles andere dürfte gerade nichts bringen. Also wir können ja von Sandgebiet rauf und runter gehen. Ich glaube, runter ist nur ein Item, was wir uns noch holen können. Also ich bin momentan ehrlich, ich setze momentan große Hoffnung in den Hornweise. Also Hornweise ist ein super Pokémon, kann auch richtig stark werden. Mein Mensch, doch! Pokémon, Blaznek. Das Blaznake. So. Mach ich mal gerade so. Okay. Ich hab mal kurz geschaut, was bei mir auf dem TS abgeht. GG. Genau das meine ich. Flammkörper. Super Fähigkeit. So, Mottron dürfte glaube ich jetzt sogar die Stufe 5 sein, oder? Ne, nicht ganz. Aber hier nach. Wir hätten doch noch so fangen können. Aber kein Dreck. Da ist ein Motor fangen. Lass mich ja überlegen, Mediza, Starrelli und was noch? Muss ich gleich mal nachschauen. Mann, das ärgert mich jetzt. Tornado ist ein cooler Starter. Das gute Abspunnenrot. Ja. Wir werfen uns mal mit Stein und es ist besiegt. Ich bin mal gespannt, wann die erste richtig kranke Scheiße anfängt. Davor habe ich so ein bisschen Angst, irgendwie so, keine Ahnung, Pokémon mit K.O.-Attacke oder der erste richtig verheerende Crit. Wovor ich ja richtig Angst habe, ist, wenn Pokémon mit Drachenwut auftaucht. Oder Legendäre. Vor Legendären habe ich richtig Schiss. Wenn jetzt ein Kyogre oder so auftaucht, sind wir im Arsch. Entschuldigung. Wenn jetzt ein Kyogre auftaucht oder so, bin ich am Arsch. So, ich werde aber jetzt hier nochmal ganz kurz runtergehen. Ja. Auf Route 219, hier passiert eh noch nicht so viel. Weil hier ist ein Item. Ovaler Stein. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal kurz das Fang-Tutorial. Hallo Lucia. Oh, stimmt. Doch, ich hatte noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange also, siehst genau zu, einverstanden? Na, was fängst denn du, Liebes? Die fängt ein Manaphy? Willst du verarschen? Warte mal, das heißt doch, dass... Können wir hier Manaphy kriegen?
Manafi wäre gottgleich. Oder 20 Punkte, da kannst du mir so 10 von abgeben, oder? Oh, bitte, lass uns mal Navi kriegen. Hey, das wirst du uns doch bestimmt schenken, oder? Siehst du, ist das nicht klasse? Ja. Eigentlich sollte man ein Pokémon noch mehr KP erzielen, als ich es getan habe. Zieh ein Pokémon so viele KP wie möglich ab. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist schwer zu fangen. Oh, wenn du Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, doch für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Gute 20, gib mir 10. Auf lange Reisen ist es sicherer, wenn du viele Pokémon bei dir hast. Und das war eine verdammt lange Reise. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon vorne dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis denn. Bitte. Okay. Das können wir gerade mit easy mit Anweisung machen. Wobei, Kinder ist auch lustig. Klar. Willkommen in der Welt der Pokémon. Hier, die vor dir hatten mal legendäres Manaphy gefangen. Hier ist der Krabbel. So. Und das Gespräch geht wieder los. Und. Also gerade haben wir einen Lauf, ne? Beim ersten Mal, jedes Mal. War das in der vierten Generation verdammt schwierig? Okay, wir kriegen einen weiteren Pokédex-Eintrag. Krabbi, Krabbe, es lebt in Höhlen am Strand. Seine Scheren wachsen nach, wenn sie es im Kampf verliert. Wenn es sie im Kampf verliert. Ja, einen Spitznamen. Da gibt es nur einen Spitznamen. Mr. Krabs. So. Alter, unser Team besteht schon aus 4 Pokémon. Was kannst du? Kannst du Scheren machen? Scheren macht ja voll. Nehmen Sie oder einen Blubber. So. Ich würde sagen, das war es für die heutige Folge. Wir hatten einen super Anfang. Wir haben jetzt schon 4 Pokémon. 4 starke Pokémon. Okay, eins, was ich noch entwickeln muss, ist stark. Aber wir haben schon 4 gottverdammte Pokémon. Und Hornweisel. Und 3 davon sind zu Ende entwickelt. Oh, ich freue mich auf das Projekt. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hau rein, Sabine, und tschüss.